wie soll ich das jetzt am besten machen? Okay, ihr Lieben, passt auf, Folgendes. Ich habe den Ruf gehört, dass es sehr viele von euch gibt, die sagen, Tobi, es gibt Filme, bei denen Leaks okay sind. Es gibt aber auch wiederum Filme, wo ich manchmal keine Leaks haben möchte. Und ich kann erneut nicht versprechen, ob diese Leaks jetzt hier stimmen. Muss trotz allem eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, weil es kann sein. Und ich muss es jetzt hier wirklich so explizit sagen, weil die gesamten Leaks von Godzilla Kong, die wir besprochen haben, ich glaube, die haben sich nahezu alle als wahr herausgestellt. Vielleicht gibt es hier ein, zwei, die nicht so ganz gestimmt haben. Ich bin mir jetzt hier nicht sicher, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall wurde angeblich ein Rahmen vom neuen, also eine Rahmenhandlung vom neuen Jurassic-Film geleakt. Und ich kann von vornherein schon mal sagen, wenn dieser Leak stimmt, könnte das mitunter nach dem ersten Jurassic Park-Film der beste Jurassic-Film aller Zeiten werden. Wir sprechen da jetzt mal drüber. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt machst du es ja aber spannend, denkt ihr euch wahrscheinlich. Was kann jetzt der große Leak sein? War das jetzt wirklich die grobe Rahmenhandlung? Wir sprechen darüber. Lasst uns aber gerade noch mal kurz Revue passieren, was denn der ursprüngliche Leak gewesen ist, der Handlung. Denn da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt. Aber ich muss jetzt hier noch mal darauf eingehen, weil das mit dazugehören könnte, zu dem, was ich euch dann nämlich gleich erzählen muss, worum es anscheinend wirklich in dem Film gehen soll. Der ursprüngliche Leak, ich versuche mich auch wirklich zu beeilen, hat davon gesprochen, dass der Film eine Rettungsmission auf der Isla Sorna zeigen soll. Auf dieser Rettungsmission sollen Wissenschaftler von der Insel heruntergebracht werden und währenddessen kommen dann natürlich Dinosaurier vor und wir bekommen so ein bisschen Dino-Action, ganz im Stile von The Lost World Jurassic Park 2. Der Film soll angeblich dann damit enden, dass die Gruppe von Soldaten, die ja die Menschen von der Insel runterholen soll, nebenbei noch eine zweite Mission am Laufen hatten, nämlich einen Mensch-Hybriden-Embryo von der Insel zu beschaffen und eben irgendjemandem auszuhändigen. Und wir hatten darüber diskutiert gehabt, dass diese Geschichte sich so ein bisschen fragwürdig anhört, weil das ja heißt, wir gehen zurück zu den Wurzeln. Da passen Mensch-Dino-Hybriden nicht dazu, deswegen halte ich auch das für Quatsch. Die andere Geschichte, da haben sich ein paar von euch auch dazu geäußert und haben mir geschrieben, das hört sich aber nicht an wie eine Fortsetzung zu Jurassic World Dominion. Soll der Film nicht chronologisch nach Jurassic World Dominion spielen? Und ja, laut Aussagen eigentlich schon. Das Ganze ist immer noch nicht offiziell bestätigt worden. Also man ist da wohl wieder ein bisschen im Schwanken, ob das Ganze jetzt vielleicht dann doch irgendwie zwischen zwei Filmen spielt oder eben dann doch danach, also nach Jurassic World Dominion. Und jetzt kommen wir zum großen Leak. Kleiner Spoiler, schon im Vornherein oder schon vorneweg, es wird beides sein. Laut diesem Leak wird die Geschichte in diesem Film sowohl in der Vergangenheit als aber auch in der Zukunft spielen. Und mit Zukunft meine ich jetzt nicht mit fliegenden Autos, nein, ich rede jetzt hier von einer Zeit nach Jurassic World Dominion. Und der Leak geht relativ präzise darauf ein, was wir hier erfahren sollen. Und es hört sich einfach schon so durchdacht an, dass ich mir denke, da muss mindestens ein Fitzelchen Wahrheit dran sein und trotzdem könnte das wirklich ein unfassbar genialer Kinofilm werden. Und zwar soll der Film wohl einen Zeitsprung beinhalten. Zum einen einen Zeitsprung von der Zeit kurz nach dem und während dem Hurricane Clarissa bis dann eben hin in die Zukunft nach Jurassic World Dominion. Scarlett Johansson soll nämlich eine Soldatin spielen, die gemeinsam mit anderen Soldaten zu Isla Sorna geschickt wurde, um eben, naja, die restlichen Überlebenden nach der Katastrophe vom Hurricane Clarissa von der Insel runterzuholen. Dabei sollen ganz viele schaurige Sachen passieren, eben Dinosaurier, die Menschen töten, angeblich auch unter den Menschen noch ein paar Kabeleien, dass auch da bestimmte Konflikte entstehen. Das Ganze soll so ein bisschen an schon fast ein Rettungskriegsszenario mit Dinosauriern erinnern und parallel dazu bekommen wir immer wieder einen Cut in die Zukunft, ebenfalls zu Scarlett Johansons Figur, die mit einer starken posttraumatischen Störung kämpfen muss, aufgrund dessen, was eben damals passiert ist. Also der Film soll angeblich zwischen Jurassic Park 1 und 2 spielen und trotzdem eben noch nach Jurassic World Dominion. Und wir werden laut diesen Leaks immer wieder von der Zukunft in die Vergangenheit zurück switchen und nach herausfinden, warum Scarlett Johanssons Figur
so eine krasse Störung durch die Ereignisse dort bekommen hat. Denn die sollen, nachdem die Dinosaurier nun aus dem Lockwood-Anwesen ausgebrochen sind und auf der gesamten Welt verstreut sind, jetzt in ihr nach und nach wieder hochkommen. Und das macht von der Geschichte her wirklich Sinn, dass Scarlett Johanssons Figur auf der Isla Sorna irgendetwas erlebt hat, was sie komplett gebrochen hat. Dann ist sie von der Insel aber runtergekommen, hat es dann vielleicht geschafft, sich wieder ein Leben aufzubauen und plötzlich muss sie sich in einer Welt wiederfinden, in der Dinosaurier überall auf dem gesamten Globus leben, wie wir es ja am Ende von Jurassic World Dominion gesehen haben. Das würde auch zu David Koepps Aussage passen, dass der Film zum einen mehr Action liefern soll, aber dass wir auch zurück zu den Wurzeln gehen. Diese Aussagen, so haben wir das immer interpretiert, die beißen sich ja so ein bisschen. Aber nicht, wenn wir zwei verschiedene Szenarienstränge haben und das eine Szenario in der Gegenwart quasi ein düsteres, traumabelastendes Szenario ist, wo vielleicht auch noch der ein oder andere Konflikt mit dem ein oder anderen Raubsaurier passieren wird, plus dann eben noch die Flashbacks, die uns eben dann zeigen, was damals auf der Isla Sorna passiert ist. Das Einzige, was mich hier an diesem Leak so ein bisschen stört, ist die Aussage von einem David Koepp auch, dass man versucht, die alten Filme so gut es geht zu ignorieren. Wenn wir jetzt aber zurück auf die Isla Sorna gehen und den Hurricane Clarissa und den Vorfall, der eben danach, also die Rettungsmission, die eben danach stattgefunden hat, damit einbauen, ignorieren wir die Filme jetzt ja nicht wirklich, es sei denn, wir erwähnen nicht wirklich viel von den alten Filmen. Wir erzählen einfach nur von einer Rettungsmission auf der Isla Sorna. Der Begriff Hurricane Clarissa könnte einmal ganz kurz fallen. Und das war's. Mehr müssten wir nicht über die Vergangenheit des Jurassic Park erfahren. Und dann würde die Aussage von Koepp jetzt auch hier wieder mit reinpassen. Und ja, auch dann hätten wir wirklich einen neuen Jurassic-Film, der einen komplett neuen Ton anschlägt. Das wurde ja bereits auch schon von den Produzenten so ein bisschen in den Raum geworfen, dass der Film einen komplett neuen Ton anschlagen soll. Und ich meine, wir hatten diesen Sci-Fi-Thriller gehabt in Jurassic Park, wir haben die Action gehabt in Jurassic World. Bekommen wir vielleicht jetzt so eine Art von Mini-Drama in dem gesamten Jurassic-Universum von einer Person, die eben etwas erlebt hat auf einer Insel und damit jetzt versuchen muss, klarzukommen? Das hört sich für den einen oder anderen vielleicht sehr langweilig an. Für mich ist das eine geniale Idee. Und ich glaube auch, dass die Leute, die sagen, nee, ich will da mehr Action haben, die werden auch nicht enttäuscht werden, weil wir eben dann diese Zeitsprünge nochmal bekommen, auf zu dem Vorfall auf der Insel. Das könnte wirklich ein unfassbar emotionaler und auch ziemlich krasser Film werden, der auch so ein bisschen mehr in das Horrorsegment eingeht, der uns eben erklären muss, warum die Figur einer Scarlett Johansson jetzt wirklich so eine posttraumatische Störung von den Ereignissen hatte, wenn das ja eigentlich nicht mal ein Alan Grant so wirklich hatte, obwohl bei dem wäre ich gar nicht so sicher, der hat von einem Raptor im Flugzeug geträumt, der mit ihm redet, aber es muss da auf jeden Fall etwas ziemlich Gravierendes vorgefallen sein und das könnte die Einleitung einer neuen Trilogie werden, dass wir eben ganz zum Schluss erfahren, das ist wirklich vorgefallen, ganz am Ende, deswegen hat sie eben diese posttraumatische Störung, das könnte am Ende dann ein Cliffhanger sein für kommende Filme und ich hoffe so sehr, wenn das jetzt stimmt, dann würde das auch sehr, sehr stark mit dem einhergehen, was uns der erste Leak erzählt hat. Bitte endet der Film nicht damit, dass sie Embryos eines Mensch-Dino-Hybriden finden. Das müsst ihr euch einfach nur mal vorstellen, wenn der Film wirklich so ein geniales, dunkles Thriller-Psychodrama vielleicht wird. Und wir denken uns alle, das ist ja krass. Und dann bekommen wir eine Post-Credit-Scene am Ende, die uns dann eben zeigt, so, oh, hier haben wir einen Mensch-Dino-Hybriden mit dabei. Und dann ist der Film fertig. Das wäre wirklich so ein ultimativer Schlag in die Eier. Und dann auch irgendwie so ein Schriftzug, Colin Favreau will return for the next movie. Boah, würde ich kotzen. Naja, warten wir es eben einfach mal ab. Schreib mir jetzt wie immer deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.